ich bin heute zum Beispiel beim Carrot Mob. Außerdem achte ich immer darauf, dass zum Beispiel zu Hause mein Licht aus ist oder Computer nicht im Standby-Modus ist, andere Geräte nicht im Standby-Modus sind, sondern einfach ausgeschaltet sind. Ja, ansonsten engagiere ich mich nicht großartig jetzt in irgendwelchen 350 oder sonst irgendwelchen anderen Organisationen, ja, sondern tue einfach nur so kleine Sachen, sage ich mal. Ich fahre ganz viel Fahrrad. Ich fahre jetzt zum Beispiel bei einer Studienfahrt nicht mit, weil die für ein Wochenende fliegen nach Spanien, weil ich dann sage, nö, mache ich nicht mit. Ich kaufe biologisch ein, also wir essen eigentlich nur regional. Naja, solche Sachen. Ich fahre viel Fahrrad. Wenn ich mit dem Auto fahre, nehme ich Leute mit. Ich habe Glühbirnen, Energiesparlampen, aber ich weiß nicht, inwiefern das klimaschutztechnisch wirklich so wirksam ist, weil ich mal gehört habe, dass die zum Entsorgen oder zum Produzieren, also dass die gar nicht so klimafreundlich seien. Also ich esse auch kein Fleisch, weil die ganze Fleischproduktion auch sehr schlecht ist für den Klimawandel oder den Klimawandel begünstigt. Das Licht nicht anzulassen, wenn ich nicht zu Hause bin, und auch wenn ich zu Hause bin, nicht unnötig Licht anzulassen und keine Geräte im Standby zu haben. Und wenn ich dusche, achte ich drauf, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen, gerade eigentlich relativ selten. Und fahre auch eigentlich gar kein Auto, habe gar kein Auto, fahre eigentlich nur mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Und esse zwar Fleisch, aber versuche schon darauf zu achten, dass ich möglichst nicht jeden Tag Fleisch esse, sondern das ist eben nur darauf das Nötigste. Was ich für den Klimaschutz mache, ist, dass ich vegan lebe. Also ich esse gar keine tierischen Produkte, rein pflanzlich. Und das ja so ist, dass von klimarelevanten Gasen ja nach neueren Zahlen 50% auf die Tierhaltung zurückgehen, ist es schon ziemlich viel. Und ansonsten fahre ich Fahrrad, kein Auto. Versuche für meinen zu fliegen, soweit es geht, und kaufe Biolebensmittel. Okay. Ich versuche eben auch im Kleinen drauf zu achten, bei der Ernährung. Also ich arbeite für zwei Gärtnereien auf dem Markt, kriege dadurch immer ein bisschen mit, was regional, saisonal angebaut wird. Versuche mich da vom Konsum her, also von der Ernährung her, dran zu orientieren. Fahre auch viel Fahrrad und fliege auch sehr ungern oder eigentlich nur, wenn es nicht anders geht. Aber mich zieht es auch nicht so weit weg. Von daher. Ich bin bei Greenpeace in Freiburg. Zwar erst seit kurzem, aber ich werde mich da in Zukunft auch ein bisschen engagieren. Ansonsten alle Geräte immer ausschalten, möglichst wenig Energie verbrauchen, immer mit dem Fahrrad fahren, möglichst ohne Sachen kaufen, die irgendwie nicht kompliziert eingepackt sind, sondern meine eigene Tüte mitbringen.